Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mortal Kombat One Video. Und zwar machen wir jetzt den Endless Run mit Cyrex und vorerst auch den letzten Video zu MK1. Wenn noch eine Fight Night mit Mike zustande kommt, dann werde ich natürlich eins machen. Er hat nämlich Gefallen gefunden an einen gewissen Charakter Melina. Haben wir endlich mal dazu bekommen. Ansonsten, ja, ich denke mal, wenn Ghostface kommt, mal gucken, wenn er mir gefällt, werde ich die mal besorgen. How long has your family been Lin Kuei? Longer than the Taira have been Yakuza. Aber da könnte ich werde mal bestimmt mit Mike mich nochmal absprechen, dass wir vielleicht noch eine Fight Night machen. Aber nun, wollen wir mal. Ach. Finish him. Ah, ich dachte, würde funktionieren. Naja, egal. Ja, das sind nämlich volle Kämpfe. Ja, ich habe was für Cyrex freigeschaltet. Ja. General Shaw. Deswegen, die Endless Runs funktionieren wie Kämpfe. Das heißt, man kann eigentlich ziemlich lang was machen. Daher, ja. Ein bester Turm, um Sachen auszuprobieren. Boah, irgendwie ist heute mein Timing nicht drin. Punch, punch. I have seen better combat. Round two. Fight. Ja, das wollte er nicht heute. Ah. I had hoped for more. Brutality. Cyrex Weed. Ja, das geht fix. Ja, die hat ein paar nette Brutalities. Jetzt so mega explosiv sind die nicht, die Fatalities. Ich finde den einen ziemlich gut. Aber den werden wir sehen. Oh. Ja. Eieieiei. Ach ja, und das ist nämlich ein Move, den in Mortal Kombat 2011 passiert ist. Dass sie den hat, aber man kann dazwischen. Okay, interessant. Ah.
Ja, der Move ist krass. Oh. Weg mit der. I had hoped for more. Brutality. Cyrax wins. Ich bin es nicht gewohnt, tatsächlich hier gegen die CPUs zu spielen, da ich sehr oft eigentlich Multiplayer spiele. Vor allem bei Mortal Kombat 1. Frost. Da ist mir dieses Verhalten von der KI-Gegner ziemlich suspekt. Aber ja. Ach, das hältst du auf? Boah. So unwell. Round 2. Fight. Ich will jetzt ein bisschen zu schnell. Ich will ein bisschen zu schnell, aber ja. Brutality. Cyrax wins. Flawless victory. Hey, ein flawless victory. Ja, das habe ich schon kaum gemerkt. Aber ja, weil hier es normale Kämpfe sind. Kann das mal noch vorkommen, aber wie gesagt, das sind ja noch die ersten Gegner. Wollen wir mal gucken. Round one, fight. Ja, da habe ich was im Plan. I had hoped for more. Brutality. Cyrax wins. Scorpion Striker. Round one. So. Scorpion. Weg. My speed and skill are beyond you. Fight. Ah.
Ah. Was? Was war das denn? Das war ja spannend. Cyrax wins. Okay, bisher läuft's. Sindel. Bisher wurde ich noch nicht gepusht, um ein Fatal Blow zu machen. Beziehungsweise ich hätte es machen können. Im Survival Run. Aber da war ich mir ein bisschen zu fein. Ah! Chance vertan! Tja. Weg! Have you anything left? Round 2. Fight! Ah, Scheiße! Ja, hier meine ich dich. Ah, muss das ein bisschen länger. Der merkt sich sehr viel meiner Inputs. Deswegen. Den kriege ich selten hin. Also, den kriege ich eigentlich schon hin, aber. Cyrax wins. Da muss ich schon behutsam manchmal umgehen. Man hat eigentlich deutlich mehr Zeit als früher in den Fatalities, aber. Tanya. Sektor. Round 1. Fight. What foolishness! Round 2. Fight. Weg! Be glad death has come. Brutality. Ja, der Schadensmonster ist auch Cyrax selbst nicht. Also, ja. Aha. Oh ja. Da habe ich Nerdbook, glaube ich, freigeschaltet. Ach ja, der Wasserzauberer Rain. Man kennt ihn doch, ne?
Der Ninja, der mal Wasserkräfte hatte, wurde jetzt zum Magiezauberer. Naja. Interessanter Ansatz. Def. Push yourself. Round two. Fight. Okay. Oh, okay, hat er mich erwischt. Ja, aber ich spiele mal Fußball. Reiko Shujinko. Are all of subs round one fight. Ah, Reiko ist so ein Gegner, den muss man hart angehen. Das war nix. Ja, das ist das Problem an den Teleport. Ah. Ja. Ach komm. Finish him. Weg mit dem, ey. Ah. Scheiße. Sub-Zero. Sub-Zero. Ja, Sub-Zero und Sub-Zero. Das war schon lustig, bevor das Spiel rauskam. Ach so, ja.
Na, okay. Dann ist er schon mal weg. Weil der Schädel Blau, den hat man, kann man nur in einer Runde einsetzen im Kampf. Daher. Boah, diese Griffreflexe. Diese Griffreflexe. Kick den zweiten nicht mehr hin. Was zur Hölle? Oh. Mein Gefühl geht hier ein bisschen flöten manchmal. Ja, das Timing. Das Timing ist halt so eine Timing-Sache. Also Cyrex ist definitiv nicht so anfängerfreundlich. Da ist viel Setup gefragt. So. So, Faust in Unterbrechung. Ah. So, erstmal wieder reinfinden. So, ich komme nicht aus der Ecke raus. Ja, das ist der CPU, der mich. Das ist der CPU, der mich gerade jetzt fertig gemacht. Okay. Ja. Morocco wins. Ah, 11, ja. Ich weiß nicht, wie viel ich geschafft habe. Mehr. Aber ja. Nee, Badraka, das ist ein ganz aggressiver Counterhand. Aber ja. Meine Damen und Herren, das wär's mit dem Endless Run mit Cyrex in Mortal Kombat 1. Mal gucken, wann ich zeitig wieder irgendwas machen werde. Mal sehen, ob ich dann Ghostface machen werde oder mit dem Mike noch eine Fight Night. Jedenfalls, ja, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Fighting Stage bzw. Mortal Kombat Zeug gefällt, dann lasst auch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und dann würde ich sagen, ich bin die Kate, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt Mortal Kombat.